Showtime-Abend im Autohaus Eisner in Klagenfurt. Präsentiert wird der neue Opel Astra. Noch ist er gut verpackt, aber was ist nun reizvoller? Angezogen oder ausgezogen? Ja, angezogen, ausgezogen. Jetzt weiß ich nicht, das hört zum ersten Mal, dass ein Auto angezogen oder ausgezogen sein kann. Also bei mir, bei einer Frau ist schon reizvoller, wenn sie ausgezogen ist. Naja, wenn man das mit einer Frau vergleicht, fast ein bisschen verbockt, aber ich kenne ihn ja, wie er ausschaut. Wenn er nicht verbockt ist, er ist ein sehr, sehr tolles Auto, ein wunderschöner Wagen. Man erahnt einiges, erwartet einiges, aber die Spannung ist sehr hoch und lassen wir uns dann auch wirklich überraschen. Ich würde mal sagen, er schaut jetzt reizvoll aus, aber das Auto hat einen gewissen sexy Esprit, sportlich, er ist dynamisch. Das ist ungefähr so wie bei einer Frau. Die Verpackung ist immer interessant, dann schauen wir, was drunter drinnen ist. Und es versteckt sich einiges unter dem magischen Tuch. Also ich würde mal sagen, die ausgepackte Version schaut bei Weitem besser aus als wie die verdeckte. Ist ein sehr bulliges, gut gelungenes Fahrzeug, muss man wirklich neidlos anerkennen. Und der neue Astra ist neben Klassesegment sicherlich das absolute Highlight mit der neuesten Technik, was er bietet. Das hat auch Herr Paulitsch entdeckt. Opel-Fahrer bin ich schon seit ungefähr 25 Jahren, weil das erstens einmal gute Autos sind und die Werkstätten, wo Opel verkauft wird, sind auch in Ordnung. Und was bedeutet eigentlich Astra? Da hast du mir jetzt aber am linken Fuß getroffen. Astra könnte heißen, würde mal sagen, großer Stern. Asterix und Obelix. Ja, Astra hat irgendwas mit dem Universum zu tun, nehmen wir mal an, nicht? Ja, für mich ist die Astra ganz einfach der beste Freund vom Menschen, nämlich der Hund von meiner Schwiegerleit. Ob Hund oder Auto. Astra kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Sterne. Und der Opel Astra ist der unumstrittene Superstar des Abends.